Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Omsi-Folge. Ja, heute mal nicht in Großbritannien unterwegs, sondern wir sind hier mal wieder in Berlin unterwegs. Aber ich muss euch was zeigen und muss ganz ehrlich sagen, ich habe die beste Community, die man hier ever haben kann. Das ist, wie gesagt, ein kleines Geschenk nach der britischen Woche, die man mir zukommen lassen hat. Und das möchte ich euch heute hier zeigen. Wir haben natürlich hier den Studio Polygon 400 MMC Bus, den Payware Bus. Ja, den packe ich euch unten natürlich in die Videobeschreibung mit rein, der von Alexander Dennis ist. Und ja, mir wurde jetzt das Repaint hier zugesendet. Ja, Simulation mit Liebe, ja, ÖPNV-Simulation und so weiter, ja, mit Bustram und so weiter und so fort. Das ist alles großartig. Drücke auf den roten Knopf auf der Scheibe. Achtung, Bus schert aus. Wir gucken uns den Bus jetzt nochmal richtig an. Die deutsche Variante mit Doppeltüren, mit Fahrkameras und so weiter, so wie ihr euch das Ganze ja mal so gewünscht habt. Er hat sich das Ganze, der liebe Malte war das, hat sich das Ganze aufgeschrieben und hat den Boss dann dementsprechend so gemodelt, dass ihr jetzt all eure Wünsche jetzt hier in der Folge jetzt dabei sind. Und deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass wir jetzt den Bus uns jetzt mal so richtig schön angucken können. Wir haben uns den im Livestream schon angeguckt, wo wir unterwegs waren im Städtedreieck. Und der Bus ist großartig. Also wirklich jetzt ganz ehrlich, nach dieser Ausstattung, so wie wir den jetzt heute fahren, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ein richtig geiles DLC, ja. So, unterwegs mit dem ADL 400 MMC Low High, ja, so hört sich das Ganze als an, ne? Das sind ja mehrere verschiedene Varianten, die ihr dabei habt, wenn ihr euch dieses Paket hier kauft. Und hier sehen wir auch, ne, hier sitzt der Bio. Großartig. Hier unten schön mit den Flaggen, ne, britisch-deutsch. Und hier unten sehen wir zum Beispiel auch Alexander Dennis dann halt, ne. Genauso wie, ja, das Ganze sein muss. Hier hinten haben wir auch nochmal dran, ne, Alexander Dennis, also Busmarke. Hier oben steht auch nochmal so ein bisschen was. Gute Fahrt mit Bio, heute im Studiopolygon Enviro 400 MMC. Dankeschön, jetzt weiß es auch wieder. Der 11,5 Meter LHD Low High und ganz groß Bio. Ja, also das ist es, wie gesagt, heute Testfahrt hier in Spandau. Mal gucken, ob wir den für Berlin benutzen können. Deswegen würde ich mal sagen, ja, gehen wir mal kurz mal hier in die, ja, Passagieransicht und schauen uns, wie gesagt, die deutsche Variante noch mal dementsprechend an. Auch haben wir ja schon mal gesagt gehabt, dass es ja wirklich schon fantastisch hier aussieht. Hier überall noch mal hier so ÖPNV-Logo drauf hier, ne? Also das ist unser Bus, ja, Leute, unser Bus. sonst, ja, haben wir hier vorne zum Beispiel Busstopping. Wir haben hier an, warte mal, hinten, hier haben wir auch noch mal so ein kleine Information hier, alles soweit, sofort. Wir gehen mal hoch, ne, damit ihr euch das oben natürlich dementsprechend auch noch mal anschauen könnt. Und hier auch, ne, alles mit ÖPNV-Stickerchen dran. Ja, das ist fantastisch. Gehen wir mal in die Fahreransicht. Seht ihr schon hier links und rechts hier, ne, das sind die großen Spiegel hier, ne, also die Spiegel halt, ne. Und ja, was kann ich euch sonst noch zeigen im Bus? Ihr habt ja mal so gefragt, macht doch mal das, macht doch mal das. Und zwar hinten, wenn wir hier zum Beispiel sitzen, können wir... sitzen wir jetzt hier richtig? Ja. Können wir hier raufputschen, ne? Und dann seht ihr, ne, geht die Scheibe kaputt. Ne? Also das könnt ihr bei jedem Fenster machen, wo es so einen Notausstieg gibt. Ja, also das können wir jetzt zum Beispiel auch hier machen. Ja, dann könnt ihr hier euch die Scheiben zerfetzen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja. Und das sieht man halt auch von außen. Ne? Also hier Scheibe gebrochen. Ne? Wenn ihr da halt Bock drauf habt, dann könnt ihr das halt, wie gesagt, hier dementsprechend dazu modden. Hier die große Scheibe einfach mal zerbürstet, zerbrochen. Ne? Wenn wir mal den Bus starten, habt ihr ja auch mal gefragt, sollen wir doch gerne mal hier den Button hier drücken, den großen. Hör zu. Oh. Ja, das ist der sogenannte Panik-Button, ja, den wir hier drücken können, also der Terror-Knopf. Ja, da steht hier auch nochmal so ein bisschen was dazu da. Ne, hier, be alert, not alarmed. Ja, also da müssen wir dem
Button drücken, ja, wenn hier zum Beispiel zum Beispiel im Busbetriebssimulator oder in der Leitstellensimulator hier der Randale hier rumläuft, ja, der hier rumgrölt mit seinen deutschen Lieder, ja, dann haut er den Button da rein und dann kommt die Polizei, ja. Hier hinten die Zettel zum Beispiel, die können wir abnehmen und können wir uns das Ganze hier mal so ein bisschen angucken, hier, ne, bla bla bla, ne, Vehicle, Defect Card, ne, und so weiter und so fort. Hier auch Alexander Dennis ist mit da drin. Was haben wir noch? Was habe ich noch vergessen? Hier die Scheibe, ja, wir haben hier noch eine Scheibe, die sogenannte Spuckschutzscheibe, ne, die können wir hoch und runter machen. Also ich mache sie halt immer hoch jetzt gerade, ne, da können die Fahrgäste auch vorne einsteigen, da passt das Ganze schon. Und ihr seht jetzt ja auch schon, ne, da sind sie, ne, die Außenkameras, ja, die sind halt wunderbar auch angebracht. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, wenn ihr das erste Mal das Ganze fahrt, weil ich gucke automatisch immer noch, will immer noch in den Spiegel gucken, was ja natürlich nicht mehr macht, brauchst du ja nicht mehr, weil du hast ja die Sicht ja direkt auf die Kamera. Also hier wirklich großartige Arbeit. Also dieser Bus, ja, wenn man sich auch mit diesem Set war auseinandersetzt, ja, dass man das Ganze so ein bisschen modden kann, ja, dann ist das eine richtig geile Sache. Ich hätte es mir lieber gewünscht, wenn man das halt im Bus machen könnte, so wie bei der MAN Stadtbusfamilie. So muss man halt immer sich diese CTI aus dem Bus nehmen und muss das Ganze halt so ein bisschen umschreiben. Also es sind halt immer nur Zahlen, die immer von 1 auf 0 und von 0 auf 1 oder von 0 auf 3 oder irgendwie sowas gesetzt werden müssen und dementsprechend stellt ihr euch dann diesen Bus direkt halt so ein und das ist halt eigentlich eine relativ coole Sache. Und es gibt keinen wirklich deutschen Bus, der diese Außenkameras dran hat, ja, und die auch funktionieren. Deswegen für mich halt auch kleines ein bisschen Highlight, jetzt hier immer so ein bisschen reinzuschnuppern. So, wir sind unterwegs Spandau und dann dementsprechend werden wir das Ganze jetzt mal kurz mal hier schildern. 137 sind wir heute auf der Linie. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, denn wir brauchen einen Zielcode. Und zwar ist der Zielcode. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Falkensee. Nein. Hier wäre noch so ein Suchefenster ziemlich geil. Falkensee. Altstadt. Mal suchen. Cicero. Savini-Platz, Waldbühne, Ruhleben, Nervenklinik, Spektefeld. Na, wo bist du denn jetzt? Gibt's nicht. Ah ja. Den Zielcode gibt es nicht. Wieso nicht? So, jetzt mal wieder eine andere Linie jetzt hier genommen, weißt du, und Brunsbütteler Damm ist es auch nicht, Nervenklinik ist es auch nicht, Spektefeld Schulzentrum, wenn ich jetzt schildere, ich das gleich, ist mir auch wurscht, Kaiserdamm, Ruhleben, Waldbühne, Waldkrankenhaus, das Waldkrankenhaus, nee, das ist auch nicht, Zöllendorf Rathaus, warum ist das drin, also? Bahnhof Falkensee? Nee, auch nicht so hundertprozentig. Starken Bahnhof? Ach Leute, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Segefelder Weg? Warte mal, also der Dienstplan sagt Berlin-Spandau, ja klar, nach Freudstraße. Warum gibt es denn die Freudstraße nicht? Gucken wir mal hier, Zielcode. Oh, Alter, wo bist du denn? Hanneberg nach Spektefeld. 56, Siegener Straße. Hier 153 brauchen wir. Okay. Destination 153. So. Dann haben wir das jetzt auch. Hier sehen wir, ne? Spandau Freudstraße. Weil das zumindest auch schon richtig geschildert. So, an damit. Alexander Dennis bootet. Ah, es ist schon wirklich großartiger Bus. So.
So. Kommt da hin, kommt da hin. Boop. Boop. So, Leute. Ja, also ich fand den in der Leitstelle fand es so gut, ja, dass ich den direkt halt auch schon für die Firma gekauft habe. Ja, also das musste sein. Der fährt sich halt unglaublich gut. Ich bin auch nochmal mit dem kleinen Polygon Light gefahren und muss ganz ehrlich sagen, der kommt nicht an diese Qualität hier ran wie an dem Bus hier. Zwar kannst du den halt auch so ein bisschen modden und so weiter, aber gefühlt die Geschwindigkeit von dem ist mega, mega langsam. Ja? Also ich weiß nicht, Malte hatte mir geschrieben gehabt, weil ich gesagt habe, dass der halt richtig langsam ist. Der ist richtig lahmarschig, der Bus. Er meinte, dass es halt wohl real wäre, dass der halt so langsam ist. Aber ey, mit dem fährst du auf Verspätung rein, das glaubst du gar nicht. So, Pillnitzer Weg. Ja, Ansagen weiß ich noch nicht. Die habe ich noch nicht hinbekommen. Irgendwie gab es da zwar so eine kleine Anleitung, was man machen muss. Man muss sich den Ordner wohl komplett nochmal reinkopieren. Ich habe aber leider keinen Ordner gefunden, wo ich es hätte nochmal reinkopieren sollen. Ja, dass die Ansagen da wären. Guten Tag. Deswegen, ja, heute ohne Ansagen. Guten Tag. Guten Tag. So, weiter geht's. So, wie gesagt, jetzt könnt ihr hier auch halt wundervoll sehen, ne, wie das Ganze funktioniert mit den Außenkameras und so. Ist die Karte gemoddet oder was? Stehen die denn hier einfach auf einer grünen Wiese? Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Die Straßen, die wirken auch irgendwie so nicht korrekt hier. Ach, meine Omsi ist schon mega alt, ja. Also, es ist ja immer noch die Installation vor, weil es gefühlt 2-3 Jahren oder sowas, ja. Ich versuche das Ganze ja immer zu sichern, ja, damit ich halt nicht immer alles 1000 Mal runterladen muss. Aber ja, scheinbar gibt es dann mittlerweile dann auch hier so ein paar Fehler, oder ich bin einfach schon so lange keinen Spanner mehr gefahren. Das kann natürlich auch sein. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, also ist wirklich ein schöner Bus geworden. Also, wenn man sich halt wirklich mit dem auseinandersetzt, ja, ich habe mir den ja angeguckt, dachte mir so, okay, mehr als eine Folge wird's eh nicht mit dem, ja. Aber tatsächlich könnte der sich echt zu einem absoluten Liebling entpuppen. Für mich persönlich. Weil, ich finde das schon ziemlich nice, ja, was man so mit dem machen kann. Und bei mir ist das sowieso immer komisch, ne, ich bin auch ein Solaris-Fan, ja. Da scheint es sowieso immer Liebe zu existieren, die sonst bei keinem irgendwie so auffallen, ja, die viele nicht nachvollziehen können. Und wahrscheinlich ist das hier genau das Gleiche. Also in der deutschen Variante absolut ein Highlight jetzt für mich. Mal mit was komplett anderem mal zu fahren, als halt immer Standardkonsorten wie ja, Mercedes, Solaris und sowas. Ne? Oder MAN halt. Gerade im Doppeldeckerbereich, ne, hast du halt da nichts. Guten Tag. Tag, Manfred. So, der piept jetzt, weil wir jetzt halt noch die Türen offen haben, die Handbremse schon rausgenommen haben. Deswegen piept der. Ich hatte mich ja letztes Mal so ein bisschen gewundert gehabt, warum piept der denn hier mal die ganze Zeit und so weiter und so fort, ne. Also, das ist das halt, ja. So, in Spandau ist hier schon wieder ordentlich was los. Sind hier das Krankenwagenfeuerwehr die ganze Zeit unterwegs. Ah,
Am Museumsfand ist heute auch. Ah, großartig. Müssen wir mal sich mal hinsetzen und mal so ein Fahrplan-Update mal hier reinziehen für die KI. Ist hier auch mal modernere, mal ins Land fahren hier von Berlin X10 oder sowas. Müsste man mal machen. Ach, ich liebe Omsi. Auch wenn ich immer so viel über Omsi rummecker und rumhate und echt manchmal angepisst bin bis zum geht nicht mehr, lasse ich den einfach, weil das halt wieder nicht will. Ja, ihr kennt das manchmal selber, ihr habt richtig Bock drauf, dann wollt ihr das spielen und Omsi macht ja euch einen Strich durch die Rechnung. Wisst ihr selber, wie das ist. Super lästig. Aber wenn das Ganze funktioniert und alles was, ja, ey, macht das echt, echt Spaß, ja. Gibt keine bessere Simulation, wirklich. Deswegen war ich auch mit dieser britischen Woche so übel zufrieden gewesen. Es lief einfach alles toll. Du hast die Karte runtergeladen, du hast die Karte reinkopiert, die ganzen Objekte waren teilweise schon da gewesen, die du brauchst. Und es lief einfach super flüssig. Das hat mega Spaß gemacht. Und dann kriegst du als Dankeschön, weil du auch noch so einen Spaß hattest, ein richtig geiles Repaint, ja. So als kleines Dankeschön noch. Ah, fantastisch, ja, das ist so richtig schöner Support, ja, den ich richtig, richtig toll finde. Also wirklich an der Stelle nochmal wirklich, wirklich danke. Das ist absolut fantastisch, wirklich. Und vielleicht sieht man den Bus denn jetzt auch aus einem anderen Blickwinkel und hatte doch irgendwie vor, den Bus sich jetzt zu kaufen. Es gibt auch schon BVG Repaints. Ja, da könnt ihr euch das Ganze dann dementsprechend natürlich noch aufklatschen, habt ihr ja gesehen. Ne? Also wenn ihr euch noch unsicher wart oder sowas, dann wie gesagt, ihr den euch jetzt kaufen möchtet, packt euch den Link zu Gamesplan unten mit rein. Könnt ihr uns dementsprechend natürlich noch ein bisschen unterstützen, wenn ihr möchtet. Bezahlt natürlich keinen Cent mehr, sondern sogar noch weniger als auf Steam. Das wäre natürlich eine richtig tolle Sache. So. Aber wie lange ich auch einfach kein Spandau mehr gefahren bin, ne? Das ist... Ui! Ja, dann wird mal wieder für eine Zeit für eine Leitstellenfahrt. Einzige, was auch ein bisschen tricky ist, ist die Kasse. Ja, da muss man sich dann dran gewöhnen. Also nicht, dass man jetzt hier jetzt das einstellt, was halt kostet, ne, steht hier halt immer noch der Pfund mit an. Hier unten, das ist wieder so. Guck mal, hier drückst du rauf, 10 Pfennig, ja, drückst du rauf, 5 Pfennig. Hier ist ein bisschen undurchsichtig, wo überhaupt welche Währung hier drin ist. Also praktisch oben und unten hast du zwei verschiedene. Das ist halt nur vorne bei dem. Ja. So. So, aber soweit dazu. Ne? Aber ich merke halt auch, dass ich mein System halt richtig gut, das war Zeit gewesen, dass ich ihn umgebaut habe. Omsi lief nie besser bei mir, nie besser. Hallo. Bin mal gespannt, was noch so rauskommt, so Alexander Dennis, also können wir uns auf jeden Fall mal warm halten. Wahrscheinlich auch eine sehr, sehr gute Firma zu sein, auch wie gesagt, Studio Polygon, die machen hier wirklich eine echt klasse Arbeit und ist der Entwickler von dem Light und von dem hier, von dem Enviro 400. Sie wundert mich, dass der so ein bisschen, ich sag mal so schwächelt, ja, der Light. Denn der macht auch Spaß, aber wenn der halt nicht aus dem Potten kommt, wenn du halt gefühlt von einer Haltestelle zur anderen das Gaspedal durchgedrückt halten musst, damit der mal ein bisschen auf Geschwindigkeit kommt,
Ich habe den jetzt letztens in Winsenburg eingesetzt. Ey, ich habe die Verspätung nicht rausbekommen. Hallo. Die habe ich nicht rausbekommen, weil der so langsam anfährt. Ah, das ist schade. Oder man müsste sich das vielleicht noch ein bisschen modden, damit der halt ein bisschen schneller halt ist. Ne? Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Weil vom Modell her auch da sieht der absolut gut aus. Ach, toll. Aber wie gesagt, hier, das ist er. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alles gezeigt, was ihr sehen wolltet. Wie gesagt, mit dem Panikknopf oder so, ne? So. Wir haben ja schon wieder absolute Verfrühung hier. Das ist ja wieder fantastisch. Ding dong, ding dong. Ja, bloß wie gesagt, mit den Ansagen, da muss ich mich mal mit Malte mal hinsetzen, mal gucken, wie wir das machen können. Wie gesagt, ich glaube, er meinte halt bloß, ich muss halt irgendeinen Ordner irgendwie, die Announcements da in den Ordner packen, nochmal separat irgendwie. Deswegen, ich werde mal gucken, wie ich das hinbekomme. Aber wir werden ihn auf jeden Fall jetzt auch öfter sehen, jetzt, weil ich finde den Bus halt ziemlich toll. Auch die Reifen hier, ne? Also guckt euch diese Reifen an hier. Michelin, ja. Alter, fantastisch. Guckt euch das an. Und wie scharf die ganzen Texturen sind. Wirklich. So, jetzt haben wir darauf gedrückt und jetzt. Hier Emergency wahrscheinlich, wa? Ja, also absolut großartiger Bus. Wie gesagt, fand es ja schon absolut klasse hier, wie detailreich das Ganze halt dementsprechend halt immer so ausschaut. Ja. Naja, das ist schon klasse. Könnt ihr gerne mal eure Meinung jetzt, ne? Also ihr habt ihn ja jetzt, ihr seid, guckt jetzt genauso lang wie ich jetzt. Ja, also wie gesagt, von der Leitstellenfahrt halt angefangen. Haben wir uns jetzt, wie gesagt, das Ganze wirklich halt mal so ein bisschen angeschaut. Und, es fährt sich sehr, sehr angenehm. Zwar auch alles echt übersichtlich da ist. Hier oben zum Beispiel, auch nicht erwähnt, ne, gibt es hier noch eine Rückwärts- oder eine Rückfahrkamera, die wir hier dementsprechend noch umschalten können. Das läuft auch permanent mit. Hier oben, ne, linker Bildschirm ist der obere Stock, ne, und dann hier Rückfahrkamera, die dann halt dementsprechend dann ausschalten kannst, halt, ne. Wie gesagt, der obligatorische Lüfter hier, den wir haben. Aber das ist halt einfach fantastisch. Ach ja. Schön, schön, schön. Hier siehst du auch nochmal so ein bisschen, ne? Automatik, Start, Stopp. Weil der startet sich ein bisschen anders als. Weil hier gibt es keinen Zündschlüssel. Also die haben hier, arbeiten scheinbar komplett auf Vertrauen ohne Zündschlüssel. So, hier oben Lüfter, ja. Fantastisch. Ich finde ihn toll. Ich finde ihn toll. Und wie gesagt, Malte hat mir das Ganze halt dementsprechend halt so umgebaut, ja, dass ich ihn auch toll finde, ja. Also, Wahnsinn! Danke! Das war teilweise gerade ein bisschen knapp. So, hier oben sehen wir auch Busstopping, ne? Oder, warte mal, wir fahren kurz mal hier ran. Nicht, dass wir jetzt hier einen Unfall machen oder sowas. Ne, hier oben, wie gesagt, Busstopping steht hier. Hier haben wir dann zum Beispiel, an der Kasse steht hier Good Day und das verändert sich auch je nach Tageszeit halt, ne? Also wenn es abends ist, steht da gut, also ne,
Good Evening und Good Morning und so weiter und so fort. Also, das ist schon absolut großartige Arbeit, die hier drinnen steckt. Ja. Wir haben eh Zeit, von daher haben wir eh gleich wieder Ewigkeiten Standzeit. Aber das mit den Spiegeln halt, ja, also mit den, das ist schon ein absolutes Highlight. Und es geht halt nicht nur bei den deutschen Bussen, sondern es geht halt auch bei den britischen Bussen hier von dem Polygon Pack. Ja, also. Wichtig halt, dass ihr es halt dementsprechend halt einstellen müsst halt. Das soll man rausnehmen, ne? Das schaut nicht so aus. So, Spandau! Ding, ding! So, kommt alle rein, kommt alle rein. Hallo. 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 Ja, wunderschön, ein wunderschön, wunderschön. Ja, wird doch richtig voll der Bus, wird richtig voll. Tag. Oh, Entschuldigung, der hat schlechte Laune, habt ihr gehört? Tag. Komm nur einfach rein in den Bus. Hallo. Moin. Was ich mir damals hier immer so ein bisschen, ja, vorsichtig lang gefahren bin. Wo war jetzt der hintere, oder? Ja. Verwechsel mal vorne, hinten. Hi. Hi. Guten Tag. Da. Hallo.
Ich meine, aber das bin ich ja zweimal halten muss, ja. So. So, die Woche kommt auch Bad Hügelsdorf. Yes, Leute. Livestream incoming, würde ich sagen, denn am Freitag werden wir gleich die erste Leitstellenfahrt drauf machen, wenn es funktioniert, heißt es natürlich. Ja, also ich kann natürlich nichts versprechen, ne, wenn BBS natürlich nicht so schnell ist. Aber notfalls machen wir einfach so einen Livestream und gucken uns die ganze Karte an. Freue ich mich eigentlich sehr drauf. Also Bad Hügelsdorf ist so eine Karte, freue ich mich sehr drauf. Wir werden auch, ich werde gucken, dass wir am Mittwoch nochmal eine Linie fahren werden. In Bad Hügelsdorf auf der Freeware-Map. Ja, also da werden wir uns dann nochmal das Ganze anschauen. Um dann später mal vielleicht auch noch, ja, den Vergleich zu ziehen. Denn, ne, wie sieht es aus halt? Payware, Freeware. Also wie gesagt, am Mittwoch werden wir da nochmal reinschnuppern, also nicht wundern, ja, dass wir da nochmal Bad Hügelsdorf sehen, ist nicht das Payware, weil wir, ja, haben zwar angefragt, aber kaum Zuspruch bekommen. Von daher werden es wahrscheinlich alle anderen spielen dürfen. Aber wir gucken uns zumindest nochmal die kostenlose Version an, um das Ganze dann halt dementsprechend mal zu vergleichen. Ob es halt wirklich Sinn gemacht hat, dass man jetzt ein Payware-Addon rausbringen musste oder nicht. Werden wir mal gucken. Also wenn ihr das sehen wollt, unbedingt einschalten, ein bisschen Werbung. So, ist wohl keiner. Guten Tag. Guten Tag. Das Ding ist, ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass meine Liebe für Omsi gerade zum Teil wieder komplett neu erwacht halt. Ne? Also es ist halt Lotus, voll geil, freue ich mich, wenn da neuer Content kommt und alles was, aber irgendwie hält sich das zur Zeit bei mir so ein bisschen im Rahmen so. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Neuankündigungen sind oder sowas, kommt ein neuer Bus, ja schön, kommt ein neuer Bus halt, toll, kommt ein neuer Bus, ist halt so. Ne? Also es hält sich da schon so ein bisschen in Grenzen. Das ist wie zum Beispiel bei Bad Hügelsdorf oder sowas, wenn da jetzt eine neue Karte kommt, ja, dann freue ich mich wie so ein kleines Kind mittlerweile drauf, wieder bei Omsi, ja. Keine Ahnung, was da los ist. Aber so muss es doch sein. So muss es sein, finde ich. Sonst macht es keinen Spaß, weißt du? Sonst bräuchte ich das hier Ganze nicht spielen und nicht machen und nicht Let's Playen oder sowas. Wenn es nicht so wäre, habe ich so das Gefühl. Und ja, von daher ist es schon ganz cool. Und wie gesagt, wenn man auch noch eine absolut geile Community hat, ja, die einem da wirklich dann auch mit so einer Schmankerl hier noch unterstützt, ja, dann ist sowieso absolut fantastisch. Also vielen Dank nochmal. Verdammt, an der Stelle. Das hat mich ein bisschen glücklich gemacht gehabt, wo ich das Ganze mir so angucken durfte und fahren durfte und alles was. Ja, also. So. Aber ein kleines kann ich ja noch ankündigen. Ja, ich glaube Freitag denn, wenn die nächste Omsi-Folge kommt. Oder Samstag, muss ich mal gucken, wann, Freitag oder Samstag. Freitag, Samstag, keine Ahnung, so in dem Dreh. Werden wir uns noch eine britische Karte angucken. Mhm. Wir müssen das Ganze jetzt so ein bisschen mixen, ne, damit jeder was hat. Ich kriege auch extrem viele Anfragen und da wurde ich auch letzte Mal in den Kommentaren so ein bisschen kritisiert, dass ich mir die Kommentare ja nicht durchlese. Doch, ich muss sie mir durchlesen, weil ich muss sie freigeben. Und das ist bei uns nicht automatisch, dass ich die einfach so durchschicken lasse, sondern ich muss meine Kommentare komplett durchlesen und dann entscheide ich, ob sie was taugen oder was nicht. Das Problem ist halt, auf alle zu antworten, das schaffe ich nicht. Also das ist ja gerade in den britischen Wochen, ihr habt es gesehen, teilweise waren da echt manchmal 20, 30 Kommentare drin gewesen. Jeder hat dann irgendwie seinen eigenen Wunsch gehabt, ja, fahr mal damit oder so. Da kann ich nicht auf alles antworten. Das ist too much denn. Es wurde sich jetzt
niederländische Karten zum Beispiel gewünscht. Und da kann ich nur so viel dazu sagen. Ich habe sie runtergeladen. Jetzt geht es nur noch an zu installieren. Wer weiß, vielleicht haben wir demnächst eine niederländische Woche. Keine Ahnung. Ja. Und sogar Tokio ist dabei, Leute. Ihr habt euch Tokio gewünscht. Hallo. Was ist Tokio? Das ist ja, das wird ja absolute Katastrophe. Aber ihr habt es euch gewünscht und wie gesagt, ich versuche den Wünschen nachzukommen. Es dauert halt ein bisschen, bis das Ganze halt dementsprechend umgesetzt wird. Weil es gibt halt auch noch andere Spiele, ja, die zum Beispiel den Train Simulator komplett vernachlässigt in den letzten Wochen. Was echt schade ist, weil ich den auch früher sehr gerne gespielt habe. Aber durch mein altes System halt nicht mehr so wirklich viel Spaß dran hatte, weil das halt auch echt nicht mehr gut lief. Merkt man gar nicht, wie sehr man von einem anständigen CPU und Mainboard und Arbeitsspeicher abhängig ist. Ich bin immer so ausgegangen, Grafikkarte ist alles. Und die Spiele aber natürlich dementsprechend nicht so programmiert sind, dass sie halt nur auf Grafikkarte gehen, so wie die AAA-Entwickler. Ja. Dann ist natürlich, merkt man dann schnell, dass man so ein bisschen mit seinem CPU dann ans Ende gekommen ist. Ich meine, der war halt auch schon, oh Mann. Der muss 4-5 Jahre alt gewesen sein, der CPU schon. Wenn nicht sogar noch älter. Das ist schon eine sehr lange Zeit für ein CPU. Ursprünglich aufgerüstet für Lotus, mein System. Hat, ja, hat schon was gebracht. War jetzt aber nicht so, dass ich jetzt sage, so, das ist jetzt das Nonplusultra. Ja. Aber Omsi profitiert davon gerade sehr, sehr stark, ja, dass das Ganze halt so gut läuft. Mittlerweile kann ich jetzt nämlich wieder hinschreiben bei Omsi 60 FPS und beim Train Simulator 60 FPS. Und, das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Fahr die Karre rein, los! Ding dong! So, aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung, eure Kommentare zu dem Bus jetzt einfach mal in die Kommentare unten tippen, zick, 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 und schreiben, ja, ob sich jetzt ein bisschen was verändert hat, jetzt, wo ihr den Bus jetzt mal so seht, jetzt mal so richtig im Einsatz, wenn er dann auch mal richtig halt gemoddet ist halt. Was ist los? Meine Güte. So, kommen Sie rein. Guten Tag. Ja, wunderschön. Aussteigen, alter Halter. So, nächste halt Siegener Straße. So. Moin. Ja, moin. Du musst nicht zittern. So schlimm fahre ich nicht. Hi. Ja. Ah, Mann, fantastisch. Fantastisch. Ich werde auch nochmal mit Malte sprechen, ob man das Repaint veröffentlichen darf.
Na, dann werden wir mal gucken, wo wir das Ganze dann dementsprechend anbieten können. Und wenn wir das hochladen, falls ihr da Interesse dran habt, ja, auch für ÖPNV-Simulationen fahren wollt, ne, dann gerne mal in die Kommentare. Wir sind ja auch schon oft am Überlegen gewesen, ob wir uns nicht langsam mal so ein eigenes BBS-Repaint jetzt mal für unsere Firma jetzt mal irgendwie einfallen lassen. Ja, wenn wir mal gucken, das passt jetzt natürlich nicht, weil jetzt hier überall halt Bio steht oder sowas. Ne? Also wenn das Ganze wahrscheinlich weg wäre, so ein Weiß mit diesem Logos, könnte man sich gut vorstellen. Müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie mal jetzt aber bei Zeiten hier auch endlich mal in Angriff nehmen. Die Firma existiert ja nun auch schon, ja, eine ganze Weile. Also man kümmert sich da schon sehr, sehr drum über unsere Firma. Das finde ich eine coole Sache. Also auch natürlich hier, ne, an meine Mods und Supporter, die das Ganze damit unterstützen, ja, dieses Projekt BBS am Leben halten. An der Stelle auch mal, ne, vielen Dank, dass es euch gibt. Weil ganz ehrlich, ich würde das jetzt persönlich nicht noch alles schaffen, währenddessen halt noch. Na, das ist dann echt too much denn. Schön, wie gesagt, wenn es Leute gibt, auf die man sich verlassen kann. Ja, muss man einfach mal auch mal ein bisschen erwähnen hier. So. Ding dong, ding dong. Gerne, aber könnt ihr euch, falls ihr noch eine Firma sucht, ein BBS oder so, ne, könnt ihr euch gerne bei uns bewerben. Es ist mittlerweile schon ein stark gewachsenes Team. Wir fahren ja gar nicht da lang. Ha! Jetzt wollte ich schon eine andere Linie fahren. Bin mir gerade gewundert, Wasserwerkstraße, ey, hätte ich jetzt hier nicht links abbiegen müssen, aber nein. Hallo. Oh, hallo. Zip. Es wäre so toll, Busfahrer zu sein als Beruf. Ey, ich habe keine Lust mehr auf meinen Job. Ja. Das kann ich mir echt vorstellen, das wirklich beruflich zu machen. So, am Bogen. Ja, nichts mit Blitzen.
Ja, leider ein großer Spalt jetzt. Aber ihr werdet es überleben. Wundervoll, alle raus. So, ich habe wieder vergessen, mein Steam zu deaktivieren. Ja, das ist immer toll. Gerade wenn ich jetzt das Ganze mit BBS aufnehme, ne, dann geht das irgendwie nicht mehr über Gameplay. Ne. Ich muss das Ganze jetzt so vom Fenster direkt aufnehmen. Da sieht man natürlich alles, was halt immer passiert ist, ja, am Desktop. War wieder extrem cool gewesen, mal wieder spannender zu fahren, ja. Gute alte Zeit, wirklich. Gute alte Zeit. Steigen aus. Achso, die laufen durch den Bus durch. Schade. Oh, jetzt wurden wir doch noch geblitzt. Haben die hier echt einen Blitzer aufgestellt, oder was? Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Aber mein Gott, 15 Euro, was ist das denn, ne? 15 Euro. Und damit haben wir die Fahrt abgeschlossen. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Ich hoffe, euch konnte ich den Bus jetzt ein bisschen besser vorstellen als jetzt die letzten Male. Also für mich absolut ist ein sehr, sehr schöner Bus geworden. Also Holle die Waldfee, macht mir richtig Spaß. Wenn ihr den selber kaufen möchtet, dann findet ihr, wie gesagt, den Link unten in der Videobeschreibung. Das ist der Reflink zu Games Planet, unserem Partner. Und da könnt ihr euch das Ganze natürlich ein bisschen vergünstiger kaufen als wir auf Steam und spart aber zudem, wie gesagt, ein bisschen Geld und unterstützt uns, ohne dass ihr da jetzt irgendwie mehr zahlen müsst für, fänden wir eine richtig coole Sache. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe, dass wir uns zur nächsten Omsi-Fahrt hier wiedersehen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, Leute, bis dann, Tschüss.